Heute wieder eine Folge im Industriemeister Real Talk Format. Heute sprechen wir über Nachtschichtarbeit. So, Sepp, Nachtschichtarbeit. Haben wir beide gemacht, ne? Ja, wie lange hast du gemacht? Tatsächlich, bei mir waren es, glaube ich, nur 5 Jahre, wo ich Nachtschicht gearbeitet habe. Also ich bin ja nach der Lehre da an die Kaltwaldstraße gekommen, wo du warst. Mhm. Das sieht, ja, nee, nicht so aus wie hier. Sieht anders aus. Ich habe trotzdem gerade geguckt. Da sind keine Funken rumgeflogen und sowas. Nee, ich kam nach der Lehre 2008, kam ich dahin. Da haben wir das Schichtmodell gehabt, 2 früh, 2 spät, 2 Nacht, 4 frei. Und dann bis 2012, ne? Meister 2012 abgeschlossen, dann bin ich auf Tagschicht gekommen, Dezember, ja. Wie lange warst du auf Nachtschicht? Ich war fast 12 Jahre. Ich habe ja früher meine Ausbildung gestartet als du. 2000 bin ich gestartet und 2004 dann an die Tandemstraße gekommen. Ja, und dann fast 12 Jahre Nachtschichten gemacht. Also Schichtarbeit insgesamt mit viel Nachtschicht. Ja. Weißt du, ob ich eigentlich das Thema für heute ausgewählt habe, für Nachtschicht? Lass mich raten, weil sehr viele unserer Kunden selber auf Nachtschicht arbeiten. Ja, das ist ein Grund, ich bin einfach müde. Und ich dachte mir heute, ja, wenn ich müde bin, lass uns doch einfach über Nachtschicht sprechen. Also, schlecht geschlafen heute. Also muss man sagen, also Nachtschicht ist echt brutal, aber Hut ab und vielen, vielen Dank an alle Menschen, die da draußen Nachtschicht machen. Weil ohne Nachtschichtarbeit würden viele Sachen einfach gar nicht möglich sein in dieser Wirtschaft und in dieser hier in diesem sozialen Zusammenleben. Ne? Ja, definitiv, wenn wir so an Krankenhäuser und so denken. Ne? Also die Jungs und Mädels da, die brauchen auf jeden Fall eine Nachtarbeit. Richtig. Aber wie war das für dich damals? Also wir haben ja früh, spät und Nachtschicht gearbeitet. Welche Schicht war für dich die angenehmste und welche hast du gehasst? Die angenehmste war tatsächlich die Frühschicht. Ja, wo die meisten einmal gesagt haben, boah, Frühschicht, du stehst mitten in der Nacht auf. Hab ich gehasst wie die Pest. Kommst mittags nach Hause, bist hundemüde und pennst irgendwie und dann hast du den ganzen Tag nichts mitbekommen. Für mich war tatsächlich die Nachtschicht der größte Horror. Okay. Das war, ich konnte abends mich vorher hingelegt haben. Manche Nachtschichten, die gingen so zäh, dann bist du im Stehen eingeschlafen fast. Und manche Nachtschichten, die hast du rumbekommen ohne Probleme. Das war ganz seltsam, aber grundsätzlich muss ich echt sagen, Nachtschichten, das war immer so ein Kampf, wach zu bleiben. Und hat mir nie gefallen. Und das war für mich auch mit der größte Antrieb zu sagen, ich will keine Schichten mehr machen, weil das für mich sehr, sehr belastend war an der Stelle. Mhm. Also für mich war Frühschicht der Horror. Wir hatten ja diese 2 früh, 2 spät, 2 Nacht, 4 frei und früh. Die erste Früh war die schlimmste, weil, also das Interessante war, egal mit wem du gesprochen hast, egal mit welchem Kollegen, egal in welcher Firma, alle sagen so, die erste Frühschicht ist die schlimmste, weil du hast die ganze Zeit die Angst, im Unterbewusstsein zu verpennen und du kommst nicht richtig in den Schlaf rein, dann wachst du die ganze Zeit vor dem Wecker auf, der Wecker klingelt. Und dann bist du irgendwie todmüde und ich habe es ja gehasst, wenn wir dann in der Frühschicht I und R hatten. Also I und R, für die, die nicht wissen, was das bedeutet, ist so eine interne Abkürzung aus der alten Firma. I, Instandhaltung, R, Reparatur, so eine Instandhaltungsschicht war das, wo die Anlage nicht lief, wo du dann da mithelfen musstest. Boah, ich habe es gehasst. Erste Frühschicht, total müde und dann I und R-Schicht. Boah, Horror. Aber Nachtschicht, ich erinnere mich noch, auf Schicht 2 war ein Kollege, der hat einige Kinder, also mehr als 2, 3, ich weiß nicht mehr, wie viele er hatte. Der Name ist jetzt auch egal. Also mehrfacher Familienpapa und bei dem war es so, der hat nie gepennt. Ne? Dann hat er Nachtschichten gearbeitet, manchmal auch nur 2 Tranggang oder so. Und wenn du dich mit dem dann so Smalltalk-mäßig unterhalten hast, ja, was hast du heute so gemacht? Der ist irgendwie aus der Nachtschicht rausgekommen, hat dann da, keine Ahnung, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, 2, 3 Stunden, keine vier. Und wir jungen Kerle, zumindest war das bei mir so, ich bin immer pennen gegangen. Ne? Ich habe dann nach der Nachtschicht ausgeschlafen, habe dann tagsüber irgendwas gemacht wie ein Zombie und habe mich immer noch mal vor der Nachtschicht hingelegt. Der Kollege gar nicht. Der ist einfach wieder zur nächsten Nachtschicht. Ich dachte, wie macht der das? Wie ein Roboter, ey. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und für mich war dann immer das Schlimmste, nach Hause zu fahren. Ich habe keinen weiten Heimweg gehabt, mal so 23, 24 Kilometer. Gut, du hast immer den Luxus, du musst es ja nicht so weit fahren, ne? Aber ich hatte immer relativ weiten Heimweg und dann da wach zu bleiben. Und wenn du dann merkst auf halber Strecke, oh, die Augen fallen einem zu,
und die Straße wird auf einmal verschwommen und sowas, und wo du dann denkst, komm ich jetzt noch gut nach Hause an. Ich bin tatsächlich, ohne Quatsch, jetzt ein paar Mal stehen geblieben, bin aus dem Auto ausgestiegen, habe dann so ein bisschen Bewegung gemacht, ein bisschen gestretcht und gedehnt, frische Luft, um einfach wieder wach zu werden und dann nach Hause, gesund zu Hause anzukommen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, in der benachbarten Abteilung im Lagerbau, da gab es einen, der wohnte im Waldlaubersheim. Da war irgendeiner, der hatte eine Stunde Fahrt. Allerdings muss man dazu sagen, der hat auch eine Fahrgemeinschaft gehabt. Das heißt, sie haben sich abgewechselt, aber trotzdem ist er doof. Ne? Das ist Nachtschicht und dann fährst du noch eine Stunde nach Hause. Da stirbst du doch. Unvorstellbar, unvorstellbar. Ja. Also wie du schon sagst, dass bei mir relativ nah Arbeitgeber und zu Hause war, hatte ich so nie das Problem. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Als ich dann von Schicht runtergegangen bin, auf Tagschicht kam, hatte doch deutliche Symptome vom Körper. Okay. Ich habe das nur 5 Jahre gemacht, aber ich war, ich sag's einfach so, wie es ist, egal, ob wir jetzt das hier aufzeichnen, in YouTube machen, ich habe gepinkelt wie eine Kuh. Also, du hast ja die ganze Zeit nachts getrunken, Kaffee, Wasser, keine Ahnung, du hast getrunken und du bist dann morgens nach Hause gekommen. Und ich bin manchmal aus dem Schlaf gerissen worden, weil die Blase gedrückt hat. Ja, stimmt, ja. Und er auch danach, wenn du auf Tagschicht gehst, ich weiß die Zeit nicht mehr, Wochen, Monate, es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis der Körper sich umgestellt hat. Ich bin so oft nachts rausgegangen, also aufgestanden, um pinkeln zu gehen, wo ich dachte, boah, das kann doch nicht wahr sein. Also jetzt heute, das ist schon viele Jahre her, 2012 bin ich von Schicht runter, 12 Jahre her, geht das. Aber das war am Anfang echt doof. Interessant, ja, wo du es gerade sagst, habe ich ganz vergessen. War bei mir tatsächlich auch so. Ja, meistens so 10, 11 Uhr rum, da konntest du irgendwie die Wecker danach stellen. Da hattest du so einen Druck und dann musstest du aufstehen und danach warst du meistens matsch. Ja, weil du warst nicht so richtig ausgeschlafen. Du gehst dann raus, du willst dann pinkeln gehen und machst am besten so die Augen zu. Ja, bloß kein Tageslicht, wie so ein Vampir. Ja, und dann bist du wach. Dann ja. Kannst du direkt loslegen. Was auch manchmal heftig war, das waren noch Zeiten, wo ich noch Eishockey gespielt hatte. Und dann waren die Trainingseinheiten immer so kurz vor der Nachtschicht. Ja, da warst du froh, überhaupt was machen zu können. Und dann hast du vorher ein Training gehabt, da warst du gut ausgepowert und danach direkt in die Nachtschicht rüber zu gehen. Boah, das war immer zäh. Da warst du richtig platt, aber am nächsten Morgen hast du richtig gut geschlafen. Danach warst du tot wie ein Stein. Das war echt immer interessant damals. Du hattest ja schon Nachwuchs damals. Wie war das mit Nachwuchs, mit Kindern, mit Nachtschicht? Ich habe das kaum mitbekommen. Also ich bin dann nach Hause und meine Frau hat mich an der Stelle... Ja geschlafen. Also meine Frau hat mich an der Stelle sehr, sehr gut unterstützt. Die hat mir dann die Kinder quasi abgehalten. Die hat sich dann mit denen beschäftigt, irgendwas gemacht und ich habe dann durchgepennt und nichts mitbekommen. Ja. Kind war zur Anfangszeit dann logischerweise, wenn sie noch klein ist, zu Hause. Das Schöne war, wenn du dann wach gewesen bist, ja, dann hast du noch den ganzen Tag Zeit gehabt, konntest dich mit den Kindern beschäftigen, irgendwas machen. Das war dann mal ganz cool. Ja, aber Nachtschicht, jetzt reden wir die ganze Zeit so negativ, hatte auch ein paar coole Seiten, ne, wenn ich so überlege. Also allgemein muss ich sagen, rückblickend auf das gesamte Berufsleben in der vorherigen Firma, ich rede nicht von Bildungsfabrik, so am meisten Spaß und gelacht mit Kollegen, so locker, so eine Unbeschwertheit, war immer auf Schicht mit den Jungs. Das war schon mega. Dann später Tagschicht, ne, die Hierarchie, du bist in die Hierarchie aufgestiegen, mehr Verantwortung, besseren Job, mehr Kohle, klar, alles da. Aber es war dann mehr Professionalität. Es war nicht mehr Spaß, es war Professionalität. Definitiv. Und ja, jetzt der Schwenk wieder, es hatte auf Schicht war immer mehr Spaß. Und die Nachtschichten waren immer besonders lustig. Also da gab es Geschichten, ey, da könnte ich mich wegschmeißen. Ich bin überlegen, was man jetzt hier so alles erzählen darf. Aber komm, eine Geschichte erzähle ich mal. Ich glaube, die ist auch unkritisch. Also das ist eh schon verjährt, die ist so lang her. So, pass auf. Jetzt kommt's. Ich erkläre es nur mal so, dass es jeder versteht. Es ist eine Tandemstraße gewesen, eine sechsgerüstige Waldstraße, wo Warmband von, ich sag mal, 2 mm, 2,5, 3 mm auf 0,15 runtergewalzt werden. Also eine richtig große, fette Maschine ist das. So, diese Maschine hat ja immer gehupt. Da gab es eine Hupe. Immer wenn so ein Keul, wenn so ein Ring gestartet hat oder geendet hat, war immer eine Hupe. Das war mal so ein akustisches Signal für den Mitarbeiter. Achtung, hier passiert jetzt was. Also aufmerksam sein. Diese Hupe war einmal automatisiert, aber es gab ja auch diese Knöpfe für die Hupe.
Da haben wir uns ja immer irgendwelche Späßchen gemacht. Ne? Der Kollege, der war gerade irgendwie sich einen Kaffee am Holen, der eine hat gehupt und der denkt, Ring ist zu Ende, Call ist zu Ende, ich muss schnell in die Anlage. Und dann hat er gemerkt, das Call läuft. Aber das ist noch nicht die lustige Geschichte. Wir hatten eine Instandhaltungsschicht. Ja, keine richtige Instandhaltungsschicht. Das war so eine Nachtschicht, wo wir so Stützmalzwechsel gemacht haben. Also ja, doch, es war sowas wie eine Wartungsschicht für den Zuschauer draußen. So. Wir waren relativ gut durchgekommen und dann war das so Halbzeit, 2 Uhr nachts. Das war immer so unsere Mittagspause, so 2 Uhr nachts, Halbzeit. Und dann stehen wir auf dem Hüttenflur mit so ein paar Leuten und quatschen in der Pause. Und auf einmal hörst du nur noch, wir gucken uns an, was ist das denn? Die Anlage lief ja gar nicht. Ja, da musst du irgendwann einen Knopf drücken, aber das, Dauerbeschallung war das. Dann sind wir in den Einlaufsteuerstand gegangen von der Anlage. Da ist ein Kollege, der ist nachts eingepennt und ist mit der Stirn hat er auf dem Knopf gelegen und es hat die gehupt. Ich bin weggeflogen, ey. Also weggeflogen vor Lachen, das war so geil. Ja, dieser Knopf, der war echt tückisch. Also wie oft, dass dann die Kollegen den Knopf gedrückt haben und dann, das war immer das Zeichen für die anderen Mitarbeiter oder Kollegen, dann an die Anlage zu gehen, weil dann war Ringwechsel. Und wie oft dann die Kollegen dann an der Anlage standen und haben den laufenden Ring zugeguckt. 1 Minute, 2 Minuten, 3, 4, bis sie mal gemerkt haben, dass die da verarscht worden sind. Ne? War auch immer lustig. Ne? Manche haben sich das gar nicht anmerken lassen. Haben dann 6, 7 Minuten da gestanden, bis dann der Ring wirklich zu Ende war. Aber das war auch immer eine lustige Aktion. Ja, das sind natürlich so Sachen, die machst du halt auf der Nachtschicht. Ne? Die machst du halt nicht tagsüber, weil da läuft der Meister rum, der Techniker, der Ingenieur, der Teamleiter. Nachts machst du halt manchmal so einen kleinen Unfug. Ja, aber ganz ehrlich, das könnte man meinen, weil du ja sagst, Techniker, Ingenieure waren nicht da, die waren zu Hause, haben geschlafen. Trotzdem wurde da vernünftig gearbeitet. Ne? Also ich kannte das überhaupt nicht, dass man dann sagt, oh, jetzt sind sie alle weg, jetzt können wir machen, was wir wollen. Ganz im Gegenteil, es wurde konzentriert, es wurde gearbeitet, es wurde ganz normal gearbeitet, wie normal auch. Also bei uns damals waren auch die Ausschuss-, Nacharbeit-, Reklamationen nachts nicht höher als tagsüber. Also konnte man nicht statistisch nachweisen, dass man sagt, nachts wird anders gearbeitet. Wohlwissend, es wird anders gearbeitet. Es ist für viele Menschen, ich sage nicht für alle, aber für viele Menschen ist es angenehmer, nachts zu arbeiten, wenn die Chefetage nicht da ist. Das ist so eine kleine, ich würde mal sagen, so eine emotionale Unbeschwertheit. Wenn du die richtige Führungskraft hast, ist es egal, ob du tagsüber nachts arbeitest, dann arbeitest du immer unbeschwert. Aber ich kenne das auch, dass es eigentlich nachts immer, ja, was ja auch viele machen, ist ja so Essen, ne? So Abendessen vorbei. Das war auch mal ganz cool. Ich fand es immer mega, wenn irgendein Kollege Geburtstag hatte und da gab es von diesen mehreren Schichtgruppen ja immer so ein, zwei Kandidaten, die haben sich immer ein Zeug geschmissen. Und einer war ja bei dir. Der hatte den Steuerstand verwandelt in ein Gourmet-Restaurant. Alles mit Tüchern ausgelegt, picobello. Und dann gab es ein richtiges Festessen. Es ging natürlich nur, wenn du so einen Pausenspringer hast, der dann zeitlich verfügbar ist, weil sonst war ja keiner da, der jetzt gerade da sich ums Essen kümmert, aber das war auch immer cool. Ja, und das hat die Gemeinschaft ganz schön stark gefordert und das war richtig geil. Ne? Du hast deine Arbeit gemacht und wie gesagt, du warst ja nicht deswegen nachlässig oder so, ganz im Gegenteil. Du hast deine Arbeit gemacht, der Kollege hat dann lecker gekocht, ich weiß einmal Paella, schöne Pfanne, richtig geil. Oder Spießbraten gab es ab und zu mal. Ne? Und es wurde trotzdem gearbeitet, aber gemeinschaftlich zu essen und zu sagen, ey komm, ess doch mal gerade ein bisschen was und so, ich löse dich mal gerade ab. So dieser Zusammenhalt, der ist dadurch gestärkt worden. Und das war natürlich, was du auf der Nachtschicht super cool machen konntest. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Also ob die das heute noch machen, ich weiß es nicht. Also was man heute noch sieht, ist vor den Toren 18 Uhr, Pizza-Spätschicht, ne? Dann wurde immer Pizza-Lieferservice und Döner und sowas bestellt. Das sieht man heute noch, wenn man da dran vorbeifährt. Aber ob in der Nachtschicht noch gekocht wird und so, keine Ahnung. Aber wir schwärmen gerade davon, weil wir es damals so gut empfunden oder cool empfunden haben. Das war auch cool zu dem Zeitpunkt. Aber aus der Vogelperspektive betrachtet, muss man sagen, ist natürlich für den Körper pures Gift. Ne? Also der normale menschliche Körper ist darauf ausgelegt, nachts zu ruhen
und sich nichts nachts um 2 Uhr in Spießbraten reinzuballern. Da ist der Magen ja ganz scharf ausgelegt. Ne? Und man merkt einfach, der Körper, der will sich den Schlaf einfach zurückholen. Ne? Der will mit aller Gewalt schlafen und da muss man irgendwie gegen ankämpfen. Dann trinkt man Kaffee mehr, als man vielleicht normalerweise will. Und es tut dem Körper auf Dauer echt nicht gut. Boah, jetzt haben wir Kaffee geballert. Richtig viel. Ja. Das war dann der Teufelskreislauf. Kaffee trinken hat die Kaffeekasse gefüllt und damit war wieder Geld da, um Paella zu kochen. Ja. Und der Kaffee hat wieder die Blase angeregt und dann bist du wieder pink gegangen. Genau. Im ewigen Teufelskreis. Ja. Aber war eine coole Zeit. Was bei mir immer ganz cool und eine super Abwechslung war, ich war ja noch in der Werkfeuerwehr tätig. Ja, und wenn dann während der Produktion oder so mal die Sirene lief, ja, dann hat man alles stehen liegen lassen, hat sich aufs Fahrrad gesetzt und dann ist man mit im Einsatz gefahren. Das war mal eine schöne, willkommene Abwechslung, weil dann hast du Action und bist wieder wach geworden und bist mal aus diesem Trott rausgerissen worden. Das war mal eine ganz coole Abwechslung, aber hattest du ja auch zum Glück nicht jeden Abend oder nicht jede Nachtschicht gehabt. Das war vielleicht einmal im Block, wenn überhaupt. Eine attraktive Sache an der Nachtschicht ist natürlich auch die Nachtschichtzulagen, ne? Richtig. Die auch teilweise steuerfrei sind. Aber ich habe letztens was gelesen, darüber werde ich auf jeden Fall noch ein eigenes YouTube-Video machen, ist, dass gerade unsere liebe FDP in persona Lindner gerade daran arbeitet, dass die Nachtschichtzulagen, die steuerfreien, nicht mehr steuerfrei sind, dass die besteuert werden. Das heißt, es wird dann immer noch Zuschläge geben, aber die werden nicht mehr steuerfrei sein. Das ist natürlich super, super, super krass, hat eine riesen Auswirkung. Ne? Der Staat nimmt mehr Steuern ein, der Mitarbeiter hat weniger Netto vom Brutto, das heißt, der Arbeitgeber muss wieder was obendrauf legen. Das heißt, das wird für den Arbeitgeber wieder teurer. Also wenn das Ding kommen sollte, ne, das ist jetzt alles nur Überlegung, aber wenn das Ding kommen sollte, das wird einen massiven Einfluss auf die deutsche Industrie haben. Also das ist schon brutal. Also das ist ja ein bisschen was wie Schmerzensgeld eigentlich. Ne? Ich wollte gerade sagen, ne, warum wird überhaupt diese Nachtschichtzulagen steuerfrei oder fast steuerfrei ausgezahlt? Weil man eben damit würdigt, dass die Menschen nachts, wenn sie eigentlich schlafen sollen, ihre Arbeit vollbringen. Ja, damit würdigt man diese Leistung. Und das versucht man jetzt wegzuholen, weil man einfach Staatshaushaltslöcher stopfen möchte und greift dann eben da an dieser Stelle an. Finde ich uncool. Ich bin mal gespannt, was die ganzen Gewerkschaften, so IG Metall und IBC, wie sie alle heißen, was die noch da, wie die sich dagegen einsetzen. Ich bin gespannt. Also das ist kein kurzfristiges Thema, es wird nur ein bisschen dauern, aber es wird diskutiert. Und ich ahne da Böses. Naja, schauen wir mal. Ich mache nochmal ein Video dazu. Gerne, ja. So, Sepp, kommen wir mal langsam zum Ende. Was würdest du jetzt dem Zuschauer, Zuhörer noch mit auf den Weg geben? Wie kann man sich am besten auf so eine Nachtschicht vorbereiten, außer jetzt sich auf das Spießbraten freuen? Genau, also so ein Powernap fand ich immer ziemlich cool. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde reicht da manchmal schon. Dass man vor der Nachtschicht dann wirklich nochmal ein bisschen runterkommt, frische Kraft tankt. Ansonsten versuchen, sich zu bewegen. Mir hat immer Bewegung sehr gut getan. Wasser zu trinken, also so Limonaden und sowas, das hat mich immer träge, schwer gemacht. Finger weg vom Alkohol. Ja, sowieso, kein Alkohol. Auch vorher, nicht vor der Nachtschicht. Denkt auch immer dran, wenn ihr morgen schon irgendwie Alkohol trinkt, so Restalkohol, dann am nächsten Abend. Versuchen, wenn man die Möglichkeit hat, sich zu bewegen. In den Pausen hat es mir 2 Sachen geholfen. Entweder mal außerhalb vom Werk irgendwo spazieren zu gehen, frische Luft, Sauerstoff zu holen. Oder was ich auch sehr gern gemacht habe, mich in den Pausenraum zu setzen, Licht aus, Kopf auf den Tisch und dann mal wirklich 20, 25 Minuten tiefen Powernap gemacht. Habe mir dann mal auf dem Handy Wecker gestellt, damit ich dann auch meine Pausenzeit nicht überschreite. Und ja, so bin ich dann eigentlich immer ganz gut durch die Nachtschicht durchgekommen. Cool. Ja, ich würde sagen, das war's mal von der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und demnächst gibt es die nächste Folge. Mal gucken, was für ein Thema wir haben. Machen wir mal spontan. Werden wir schon was finden. Bis zum nächsten Video. Ciao.